Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Keller im Kopf. Wir werden mal heute das Szenario weiterspielen, zwar Feldarbeit. In diesem Bereich kann man abschließen. Also Art Tutorial dazu gehört dazu. Ups, geht noch nicht. Wir müssen erstmal ja, Feldarbeit machen. Geht so nicht. Okay, dann gehen wir hier auf Zertifikate, also Tutorials. Ja, da gehen wir da rein. Meist auf Saat 2 beginnen mal, ne? So einen nach anderen mal durchziehen. Dachte, wir können schon ein Szenario machen. Ne, wenn wir es falsch halten. Jo, dann mal loslegen, ne? Ja. Kurz laden, Karte und dann schauen wir, was jetzt kommt. Letzten Tag haben wir ja gestern Getreide geerntet mit dem Drescher. Abgeladen. Jetzt machen wir halt mal wieder Mais. Also es ist wichtig, normal Ausgangszeit zu wählen. Für 8 bis 10 Grad ist wichtig. Ne, wegen Frost und so, das kennen wir schon mal alles. Mal schon mal gelesen. Und mal weiter und beginnen. Wir haben das mal eine andere Maschine, was ich gesehen habe. So. Mal die Außenansicht an. Ja. Das Ding heißt Hammer noch was, ist aber hier, wo sie keine Lizenz haben, was ich mal gehört habe. Das sieht aus wie die Horsch oder so ähnlich. Ne? Fahrer zur Genossenschaft. Ja, wegen Saatgutladen. Machen wir gleich. Wenn jemand weiß, wie wir das Ganze wegbekommen hier, dass das Grün und Blau und so und wie die Fahrzeuge entsprechend nicht mehr so zu sehen sind. Hier die Striche, die weißen, bin ich äußerst dankbar. Ich habe es noch nicht gefunden. So, wir wählen jetzt Saatgut aus. Und zwar, da dieses Anbaugerät ein Dünge- und Saatkommission ist, aus zwei Geräten besteht, muss für den Füllen der Saattank speziell Saatguteinheit ausgewählt werden. So. Start. Saatgut auswählen. Also, wo geht das jetzt hier? Ladung. Ach, hier oben. Wir nehmen erstmal Dünger. Feststoffdünger. Also hier, ne? Und gibt es mehrere Düngersorten. Also, das kann, wenn man sich vorher das Feld anschaut, hilfreich sein, was man dann speziell braucht, ne? Damit das Feld optimal dann gedüngt wird. Aber das werden wir eine richtige Karriere, eine richtig näher anschauen. Aber jetzt hier machen wir aktuell die Mission. Hier ist direkt Saatgut, ne? Guten Unsichtbarer bringt die Säcke gerade in den Behälter rein. Vielleicht wird mal irgendwann mal die Mission so sein, dass wir hier auch ganze Big Bags kaufen können. Oder entsprechend lose in ein Silo lagern können. Also das gibt es ja erst schon längere Zeit. Hier beginnen wir gerade erstmal mit dem Spiel. Die Entwicklungsphase ist halt ja, schon ein paar Jahre. Aber es dauert halt seine Zeit, ne? Das ist Kalium, Phosphor und denk mal Stickstoff wird das sein. Jeder Boden braucht seinen speziellen Dünger, sagt man so, ne? So, jetzt haben wir das drinnen, den Stickstoff. Jetzt brauchen wir noch Saatgut. So, kurz Maus. Mal gucken, wie ich das finde. Dünger ist drinne. Triple, Phosphat, Feststoffdünger, Harnstoff. Mal gucken, wo wir es finden. Wie vielleicht. Vielleicht ein bisschen vorfahren.
So, jetzt können wir. Bin von Autodrive gewohnt, dass wenn der Maus Rad ist, die Maus aktiviert und hier ist halt mit streng. Das Ding ist ganz kurz. Ne? Wir tanken aktuell. Unser Tank mit Mais voll. Geht ja nicht so viel rein, aber. So. Ding ist voll, ne? Das war ich zu schnell. Ach hier, Mais und Start. Ich war ein bisschen zu schnell und dadurch ist er wahrscheinlich durcheinander gekommen, ne? Ach hier. Jo, das irgendwie will das nicht. Ist aber schon voll normalerweise. Enter gehen? Nö, auch nicht. Ah, hier. Nee. Wahrscheinlich muss ich hier. Auch nicht. Komm, Meter, 3, 2. Wahrscheinlich muss ich den Punkt genau erreichen. So. Es ist die höchste Ademenge eingestellt, etwas über 800 Liter. Bei Darf kann man die Menge auch verändern, aber die Total passt das. Also, aber für das Total passt das. Okay. Bauchtücken weiter. So, das haben wir schon gewählt. Ist voll. Gut. Jetzt muss ich das bisschen hier, war ein bisschen voreilig gewesen. Kann sein, dass es jetzt nicht klappt. Jo, das ist nicht so gut. Die sind schon voll. Ich weiß ja noch nicht. Frage ich nur mich, komm aus der Sache raus, ne? Hat das noch so ein Ding? Gut, da ist nicht vorgesehen. Gut, dann beende ich mal jetzt oder wir werden nochmal von vorne starten. Nochmal beginnen. Also, hat versaut. Ich muss die Reihenfolge einhalten, sonst ist es wahrscheinlich nicht. Dann funktioniert wahrscheinlich nicht. Mal sehen.
Aber jetzt sind wir jetzt durch. Wenn das zweite Mal nicht klappt, ja gut, dann muss man die Mission halt. Sehr gut, wenn wir das abschließen könnten, ne? Okay, das kennen wir schon. Geht gegen Temperatur und Aussatzzeit. Ja. Beginn. Wir fahren jetzt zur Position. Ne, es geht hier darum. Fahrer zur Genossenschaft. Also hierher, da ist der Punkt. Außenansicht. Fahre an die Sackkopplett ran. Bremsen. Gut, wähle den Sarggut aus. Ja, da ist schon das Problem. Streng. So. Mir gestoppt. So, jetzt machen wir Mais rein. Schwierig, aber das kriegen wir hin. Irgendwie. Aber wir hatten mir vorher zuerst Dünger ausgewählt. Jetzt haben wir erstmal das Saatgut Mais. Geht ja nicht viel rein, aber das soll halt rein, ne? So, 700. So, Fahrer zu. Kein Dünger das mal. Okay. Fahrer zu Feld Nummer O. N. T. Lass mal Autopilot fahren, ne? Wenn gerade nicht geht. So ein schneller Traktor hier in Deutz, ne? Obwohl er nur 50 km/h steht. Bei uns fahren sie mit 63 oder 60 km/h. Enge Straße, muss ich sagen. Wer weiß, ob das jetzt klappt mit dem Dünger. Heißt hier 16 Meter schon da. Wo ist das mal ein Feld? Achso, das Feld, das wir heute sehen, ist noch nicht gegruppert. Die Hammer Corn King hat aber integrierte Teller und kann damit zusammen mit der Sackeinheit gleichzeitig gruppert und sehen. Fahrer zu Feld 48. Machen das mal, ne? So eine Maschine ist so eh besser, als wenn wir jetzt theoretisch extra kuppern müssten. Mit so einem kleinen Gerät, das bringt ja nichts, ne? Die Möglichkeit, wir uns gleich die großen kaufen. Also die größere Ausführung als die ganz schmalen, ne? Hauptsache, da braucht kein Dünger jetzt, ne? Das wäre äußerst ungünstig. Stoppschild überfahren. Das ist ja jetzt, ist ja mal ganz vorsichtig ein Manko, ne? Also Autopilot soll das schon können, ne? Das Schild sollte man mal erkennen sein. Das haben wir schon mal gemacht mit anderen Maschine. Das gleiche Feld. Schau mal. So, klappe das Gerät aus mit X. Fahr aufs Feld. Ja, das Ding sieht so aus wie Horsch, so ähnlich. Senke das Gerät ab. Schalte ein an. B.
sehe die erste Bahn. Tempomat. Aha, vorne wird gekruppert, hinten wird gesät. Sieht man diese roten Striche, das ist, wo die bin ja mal gespannt, wie das da wegkriege hier. Diese ganzen Ziffern und Zahlen, die irritieren mich ein bisschen. Sehe die erste Bahn, ja, machen wir das schon. Fährt nicht gern geradeaus. Ein bisschen Rand nur schon erfahren. Schalte den ab. Hebe das Gerät. Wende in die zweite Bahn. Hat er nie ausgesät, ne? Absenken und anschalten. Also müssen wir öfters hier mal die Bremse aktivieren, sonst rollt er einfach weg. Bei Tempomat geht die Bremse raus. Ich mach's mit der Leertaste. Da ist die Bremse. Die Handbremse. Ja, ich habe das Spiel mal vor langer Zeit mal gekauft. Und es fast nie gespielt. Also ich habe es mal angespielt. Ich kam im Großen und Ganzen nicht klar. Jetzt hat es mir doch ein bisschen gereizt, das zu spielen. Hat nämlich einen Stand, wo man sagen könnte, es ist einigermaßen spielfähig, würde ich mal behaupten. Ansonsten, ja, reizt mir das Neue, ne? Um den Fortschritt des Segens zu prüfen oder möglich fällt Fehlstand zu finden und man auch einmal nacharbeiten sollte, kann die Saatgut-Map Feldmenü angezogen werden. Öffne das Menü. Gehe auf Feldmodus sicherlich, ja. Bildkarte. Im Besitz. Feld 48. Ist das 48? So. Und da kann man sehen, dass da was fehlt und da geflügt, ja, zu 87%, gesät zu 13% und schließe das Menü. Das ist soweit alles, was du zu Saat mit Saatkommission wissen musst. Du kannst weitermachen, das Feld zu Ende sehen oder den Schritt überspringen, das Resultat ansehen. Wir werden das jetzt überspringen. Bin eh schon überzogen, aber das macht ja nichts. Ich wollte das ja fertig machen. Ne? So, wir werden überspringen, das heißt, wir gehen mal auf weiter und hier um überspringen. Regen, Gewitter. So, wie wir sehen, ist das Maisfeld gewachsen. Ja? Ich meine zwar nicht so, wie wir gesehen haben, das ist ja diagonal wahrscheinlich von oben angesehen, aber ist ja egal, ne? Schließ mal ab. Und so beenden wir die heutige Folge. Ich sage mal tschüss und ciao, ciao.
Sind wir schon Dank fürs Reinschauen, fleißig liken, abonnieren. Auch Dankeschön auch dafür. Und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, die Glocke. Ansonsten, ja, regelmäßige Folgen kommen um 12 Uhr. Um 12 Uhr kommt die Marsch. Die Tür, und dann kommt um 14 Uhr die Thüringen. Die aktuelle Version 3.0. Und ab 15 Uhr kommt Catalog Cops, je eine Folge. Und das immer, ja, jeden Tag, theoretisch. Wenn irgendwann mal ein Wunsch bestehen würde, öfters was zu bringen, dann bin ich nicht abgeneigt dazu, das zu bringen. Aber aktuell denke ich mal, drei Folgen sind mehr als genug. So, Mais ist abgeschlossen. So, Aussatz sind noch zwei da. Da werden wir gleich nächste Folge dann machen. So, tschüss, ciao, bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss.